Lieber Herr Rinke, meine Damen und Herren, nobles Hamburg, verehrter Professor Schöller, ich muss sagen, dass es mir leicht fällt, in diesem Augenblick hinter das eigene Buch zurückzutreten, denn es ist ein Privileg für jeden, der schreibt, ganz gleich, welche Qualität das hat, was er tut, wenn er derartig präzise gelesen wird, um nicht zu sagen, verstanden wird. Und insofern fällt es mir sehr leicht, damit zu reagieren, indem ich Ihnen sage, es hat einmal ein Mann auf den Straßen von Paris die Hand von James Joyce ergriffen und gesagt, lassen Sie mich die Hand küssen, die den Ulysses geschrieben hat. Und Joyce erwiderte, lassen Sie mal bleiben, die hat noch ganz andere Sachen gemacht. Und in diesem Falle habe ich so viel anderes gemacht und Herr Professor Schöller hat das nur vorsichtig ausgespart, dass ich nicht gedacht habe, dass ich einmal für einen Sprachpreis in dieser Weise nominiert werden würde. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie dieser Verleihung, dass Sie dem Buch insgesamt solcher Aufmerksamkeit entgegenbringen. Lassen Sie mich in wenigen Worten trotzdem etwas aus dem Innenleben dieses Buches antworten. Zunächst ist es wirklich ein Glück, wenn sich jemand auf die Trittspur dieses Buches setzt und es so tut, wie Sie es eben getan haben und wie es mein Verlag tut und wie es mein Lektor Jürgen Hosemann getan hat. Es ist deshalb ein Glück, weil es zu den Illusionen des Autors gehört, er könne so etwas Pathetisches leisten, wie Einsamkeit zu überbrücken. Und am Ende wird die Illusion eines Autors immer die sein, es könne sich eine Solidargemeinschaft über einem Buch treffen und es könne am Ende nach der Lektüre dieses Buches vielleicht dort eine Millimetereinheit entstanden sein, wo vorher eine Zentimetereinheit war. Und so sehr wir gewohnt sind, unsere Biografien zu schreiben, indem wir sagen, wo wir geboren wurden und wo wir aufwuchsen und welche Frau wir gewählt haben oder von welcher wir gewählt wurden, welche Krankheit uns erwählt hat und wo wir kompostierten, so wissen wir doch, dass das alles letztlich bürokratische Daten sind, die die Koordinaten unseres Lebens nur sehr unpersönlich vermessen. Und mir schien es immer so, dass die authentischere Weise, vom eigenen Leben zu sprechen, die wäre, die irgendwie sagt, irgendwas war anders, irgendwann geschah etwas, irgendetwas sollte nicht mehr sein, wie es war. Und dieses Retrospektive, ins Diffuse guckende, in diesen Nebel der eigenen Möglichkeiten guckende, dieses Gefühl, dass man den inneren Menschen, wie es bei Musil heißt, erfinden müsste und dass man diesen inneren Menschen vielleicht anhand aller Konjunktive des Lebens, die man irgendwann generierte, ganz anders hätte erfinden möchten. Dass man also zurückguckt und sagt, warum bin ich nicht der geworden, der ich werden wollte? Dass man Kinderbilder ansieht und sagt, wo ist der Überschwang? Hin? Wo ist diese überbordende Lebensfreude hin? Wo sind alle diese Desillusionen? Wann standen die am Weg? Diesen Prozess zu beschreiben und darin zu versuchen, Autobiografisches zu erzählen, eigenes Leben zu erzählen, ist etwas, das Literatur in einem großen Ausmaße tut. Sie ist insgesamt das Medium des Knacks. Und es gibt wohl keinen Autor, von dem man sagen könnte, er hätte sich solchen Phänomenen des schleichenden Übergangs nicht ganz wesentlich geöffnet und hätte sie nicht ganz wesentlich artikuliert. Von Friedrich Hebbel gibt es diesen ganz profanen Satz und ich werde ihn gleich mit einem anderen Hebbel-Satz bestrahlen, wo er sagt, es gibt Menschen, die stehen am Meer und sehen auf dem Meer nur die Schiffe und auf den Schiffen nur das, was sie geladen haben. Und er beschreibt implizit einen zentripetalen Blick, der alles herauswirft, was nicht Materialcharakter hat und der alleine auf das Messbare, auf das Quantifizierbare aus ist. Und wir verstehen, dass von diesem Satz, der imperativ ausgeht, lebe so nicht. Und wir verstehen, dass von dem Satz der alten Colette, die sagt, eigentlich hatte ich ein wunderbares Leben, leider habe ich es zu spät gemerkt, auch der Imperativ ausgeht, wir möchten es bitte rechtzeitig merken. Wenn wir es also nicht verlängern können, dieses Leben, dann können wir es doch immerhin verdichten. Und wenn wir es verdichten wollen, dann können wir Bewusstheit steigern. Und wenn wir diese Bewusstheit steigern wollen, dann müssen wir sie auf etwas richten, was nicht alleine dem quantifizierten Weltbild geschuldet ist, also was nicht alleine in der frenetischen Betrachtung des Laufbandes bei NTV und der dortig notierten Börsenkurse existiert, sondern wir müssen irgendwie fragen, warum wir in die Gesichter unserer Frauen seltener gucken als auf die Uhr. Oder wir müssen fragen, woher wir eigentlich mögliche Verdichtung, mögliche Übersetzung von Erleben in Erfahren hernehmen können. Und nun der zweite Satz von Friedrich Hebbel, und es ist ein sehr transzendenter Satz, der dazu passt, dass in diesen Situationen der Krise etwas wie Transzendenz zwangsläufig uns angeboten wird. Ein Satz, der zunächst mal unverständlich und fast theologisch klingt, denn er sagt, der Finger, der schmerzt, individuiert sich. Das verstehen wir. Das heißt, ein Finger wird in dem Augenblick bewusst, wo er wehtut. Und er gewinnt in diesem Augenblick als Gefäß eines ganz besonderen Schmerzes, einer ganz besonderen Leidenssituation, so etwas wie persönliche Bewusstheit. Und jetzt geht es bei Hebbel weiter und deshalb theologisch, könnten wir vielleicht in diesem Sinne die Schmerzen Gottes sein.
Nehmen Sie den christlichen Gedanken raus. Gehen Sie einfach davon aus, dass hier gedacht ist an ein großes, gutes, ganzes, bei sich Seiendes und Chaotisches. Und dieses manifestiert sich in einer spezifischen Fähigkeit, Leiden zu empfinden. Und dieses Leiden, so melancholisch es sein mag und so welttraurig es daherkommen mag, so sehr es sich über die eigenen Wunden beugen mag, ist etwas, das uns alle unter Umständen sehr viel stärker verbindet als die seltenen Augenblicke des Triumphs. Einen davon erlebe ich gerade. Das heißt, wahrscheinlich sind alle Mangelerscheinungen, ist all das, was uns kennzeichnet, indem wir unter Materialermüdung zusammenbricht, so wie der Körper irgendwann eine Falte annimmt und wir nicht wissen, an welchem Tag diese Falte entstanden ist und sie sich irgendwann in das Gesicht eingeschrieben hat als eine Signatur der Erfahrung. Irgendwann werden wir aus diesen Erfahrungen unsere Kommunikation ableiten müssen. Ich glaube, dass uns der Mangel, das, was fehlt, die Notlage, sehr viel stärker zum Reden bringt, als das, was wir an Fülle erleben. Und in diesem Sinne könnte man sagen, dass unsere Individualitäten sich bilden in einer spezifischen Fähigkeit, Leiden zu empfinden, im Sinne Hebbels. Wenn es so ist, dann hätte der Knacks vielleicht nicht anzubieten, eine Hoffnung für politisches Agieren, kein Systemgedanken. Er wäre nicht einmal systematisch fassbar. Aber man könnte sagen, in ihm entspringt eine Art der Verständigung, die ich mir als Verständigung auch über dieses Buch gewünscht habe und die ich heute in so hohem Maße bekommen habe. Eine Verständigung, die nicht religiös ist und die nichts anzubieten hat wie das Pathos der Liebe, das man nicht generieren kann, aber das immerhin geleitet werden kann von dem Versuch, einander zu verstehen, auf eine tiefenschärfere, vielleicht gehaltvollere, substanziellere Weise zu verstehen. An diesem Gedanken zu hängen, ist mir wichtig und es ist mir wichtig als öffentlich Arbeitender ebenso wie als Schreibender. Dafür ist es nötig und ich bin fast am Schluss, dass es so etwas gibt wie Gedankenfreiheit für das, was gedacht wird. Auch für das, was im Widerspruch zur Gesellschaft gedacht wird. Auch was im Widerspruch zur Öffentlichkeit gedacht wird. Und ich habe in meinem publizistischen Leben vor allen Dingen zwei Personen zu danken, die diese Freiheit in hohem Maße über mir verhängt haben und die mir eigentlich das Privileg gegeben haben, mich in gedanklichen Räumen zu bewegen, die viele nicht für sich in Anspruch nehmen können, weil sie durch Anzeigengeschäfte, durch Märkte und durch redaktionelle Interessen gebunden sind. Der eine ist Manfred Bissinger, dem ich immer dankbar sein werde für das, was er 9 Jahre bei der Woche für mich getan hat. Und der andere ist Jörg Bong, der hier in der ersten Reihe sitzt, der mein Verleger ist und der viel mehr ist als ein Verleger und der von mir auch Freund und Bruder genannt werden darf, weil er die Bücher nicht nur förmlich aus mir heraus melkt, sondern weil er immer wieder Anstöße dafür gibt, dass ich Bücher schreibe, die sich unter Umständen Schwierigkeiten machen. Und diese Fähigkeit, sich Schwierigkeiten zu machen, die gehören einfach zu diesen Büchern dazu. Also ich weiß, dass Danksagungen langweilig sind und einen letzten Gedanken werde ich dann auch noch anschließen müssen. Dafür sei gedankt. Dann sei meinem Lektor Jürgen Hosemann, der für viele Jahre mit sehr unterschiedlichen Projekten, in sehr unterschiedlichen Formen der gedanklichen und sinnlichen Kompression mit mir umzugehen hat, herzlich gedankt dafür, dass er ein ebenso kluger wie behutsamer, wie auch häufig in der Sache leidenschaftlicher Lektor ist, einen, den ich unbedingt brauche, weil ich einen guten Lektor und einen strengen brauche und einen, der mich diszipliniert und im Zweifelsfalle mir den Kopf wäscht. Und das kann er in hohem Ausmaße, dabei hat er weniger Haare als ich. Schließlich sei natürlich Herrn Rinke, sei der Rinke-Stiftung gedankt, die dieses Buch gefunden haben, die ein ganz kluges Gutachten von Frau Klein dazugelegt haben, das mich richtig berührt hat, weil es so genau geschrieben war und so genau gesehen war. Und lassen Sie mich ganz zuletzt Folgendes anschließen. Und ich kann diesem Gedanken nicht das ganze Pathos nehmen, aber Sie werden das hoffentlich für diesen geschlossenen Rahmen und an diesem Tag mit niedergeschlagenen Wimpern vielleicht tolerieren können. Mir ist bewusst, dass in dem Augenblick, wo ich mich hinstelle und ein Buch schreibe, das der Knacks heißt und das sich vom Trauma unterscheidet und das sich mit unseren inneren Ermüdungsbrüchen beschäftigt, mir ist bewusst, dass ich ein Privileg in Anspruch nehme, das eine Dekadenzerscheinung unserer Kultur zum Thema macht. Ein Privileg, das diese Kultur, diese Literatur, dieser Entwicklungsstand unserer Hochkultur im höchsten Maße repräsentiert. Meine Gedanken in diesem Augenblick sind wieder in Afghanistan. Ich bin in Afghanistan Menschen mit Traumata begegnet, die nicht mal Traumata bearbeiten können. Traumata, die das Leben von ihnen in massiver Weise deformieren und die eine Vorstellung wie eine Diskussion über ein subtiles Phänomen wie der Knacks vollkommen undenkbar machen, weil nicht mal das sehr viel gravierende Phänomen des Traumas dort bearbeitet werden kann. Die Arbeit eines öffentlichen
wie soll man sagen, am humanen arbeitenden oder sich versuchenden Autors muss eine sein, die keine Grenze zieht zwischen dem, was in Büchern human ist und was außerhalb von Büchern human ist. Und es scheint mir eine sehr sterile Trennung zu sein, einem Folteropfer in Guantanamo nicht die Fähigkeit zu leiden und nicht das Privileg, dieses Leiden zu sehen und als solches zu erkennen und in seinem Unrecht zu identifizieren, einzuräumen und auf der anderen Seite sich auf sehr elaborierte Weise mit den inneren Verwerfungen und den Korrosionsprozessen der Sensibilität zu beschäftigen. Deshalb geht ein Teil der Summe, die ich heute Abend dankenswerterweise bekomme, wieder an den afghanischen Frauenverein in Osnabrück, als deren Schirmherr ich arbeite. Ich sage Ihnen, dass im Augenblick auch durch die Fehler der deutschen Politik die Situation da, wo wir arbeiten, in Kunduz, sehr, sehr viel gefährlicher geworden ist, dass die Taliban gerade anfangen, eine Schule zu schließen, an der wir für 10 Jahre gearbeitet haben, wo jeden Morgen 1000 Mädchen zur Schule gehen und dass diese Arbeit eine ist, die ich gewissermaßen als Verlängerung der Arbeit, die ich schriftlich tue, für außerordentlich wichtig und sinnvoll halte. Und wenn ich diese Redezeit ganz zuletzt für etwas benutzen kann, dann wäre es zu sagen, lassen Sie diese Leute nicht alleine. Und wenn Ihnen am Humanen gelegen ist, dann übersetzen Sie es in etwas Materielles auch. Es wird dringend gebraucht. Haben Sie vielen herzlichen Dank. Applaus